Herzlich willkommen bei InfluenceMe. Mit 399'000 Followern auf Instagram hat sich der vegane Bodybuilder Marco Laterza definitiv einen Namen gemacht. Er ist aber nicht nur Influencer, nein, er ist auch Motivational Speaker, Fitnesstrainer und mit 12 zierten Fitnessmagazin-Covers ein Fitnessmodel, und zwar eines der bekanntesten in Europa. Marco, was hat dich damals, oder gar nicht einmal so lange her, dazu gebracht, vom Banker zum Instagrammer, Fitnessmodel und Fitnesscoach zu werden? Ja, das ist eine sehr gute Frage, das freut mich viel. Ich hatte Fitness eigentlich immer schon als Leidenschaft gehabt. Nur ich habe es am Anfang ein bisschen als Hobby gesehen, wie viele Fußballer das auch zuerst als Hobby gesehen. Und habe das halt auf sehr hohem Niveau betrieben gehabt und habe gemerkt, dass ich da ein gewisse Talente habe, wo in mir rein brodelt. Ich habe schon als Kind ein bisschen gemodelt und bin gerne vor der Kamera gestanden. Und ja, habe dann lange Zeit nach dem Gymi dann habe ich Karriere auf der Bank verfolgt und dann gleichzeitig aber auch trainiert auf sehr hohem Level. Und nach und nach habe ich dann gemerkt, irgendwie ist das Talent fürs Modeln da, plus mein Körper hat sich ein bisschen anders ausgesehen als andere, die gleich alt waren. Und dann hat mich ein Fotograf von Zürich, ein Hobbyfotograf, angesprochen: Du, mach doch mal ein Shooting mit mir. Dann haben wir das gemacht. Und die Bilder sind dann schon beim ersten Mal sehr gut rausgekommen. Und dann hat er gesagt, du hättest das Potenzial, um auf ein Cover zu kommen. Das war, als ich 23 war. Und dann habe ich es selber ein bisschen versucht mit 23. Ich habe dann ein bisschen die Magazine angeschrieben. Und irgendwie hat es nicht geklappt. Ich hatte irgendwie nicht den richtigen Plan für das. Sprich, ich habe es mir irgendwie nicht zugemutet, dass ich so weit kommen könnte. Mhm. Und dann habe ich das wieder eine Zeit lang begraben, habe aber gleich weiter trainiert. Ich habe aber parallel auch sehr viele Ausbildungen gemacht, international dann. Also ich habe schon während dem Gymi den Fitnesstrainer gemacht und den Ernährungsberater. Und habe dann, bin dann viel reisen und habe viele Mentorship-Programme gemacht mit sehr guten Leuten im Ausland, eigentlich mit den Besten. Und habe mir dann so ein enormes Wissen können aneignen und habe das dann können in meinem Training auch wieder umsetzen. Und so ist mein Körper dann nochmal ein Level besser geworden, also einige Level. Und dann mit 27 habe ich das nochmal aufgegriffen gehabt. Und ich habe in dieser Zeit auch so viele Bücher gelesen gehabt über Erfolgspsychologie und dass man eben gross gesteckte Ziele eben schon erreichen kann. Man muss einfach nur den Mindset für das haben, die Vision und halt auch einen Plan für das. Und dann habe ich überlegt, okay, was muss passieren, dass es eintritt? Und für mich war klar, ich muss auffallen. Und dann habe ich geschaut, okay, wo ist die grösste Messe? Das ist FIBO in Köln. Das ist eine der grössten Fitnessmessen weltweit. Und dann habe ich mich auf den Event vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, okay, wie falle ich auf? Und die Antwort war, ja, als No-Name den ganzen Tag oben ohne rumlaufen und wirklich in einer Top-Verfassung. Und ich war dann wirklich, wirklich in Bestform gewesen. Und bin dann aufgefallen und die Leute haben dann schon an der Messe mit mir Fotos machen, eigentlich als No-Name. Ist das an dieser Messe, wo du nachher auf dem WC entdeckt worden bist? Ja, genau. Genau. Und dann bin ich so entdeckt worden an dieser Messe. Und der hat dann gesagt, ja, ich soll auf eine Lei kommen. Und er hat auch ein ganz grosses Netzwerk mit dem Arnold Schwarzenegger. Und also wirklich, der kennt die Leute. Und dann bin ich auf LA gegangen, habe dann fast einen Monat Ferien genommen auf der Bank. Ich war immer noch auf der Bank dort. Und habe auch die Fotoshootings gemacht. Für mich war es eigentlich mal vorwiegend Fun gewesen. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es noch einen Schritt weiter gehen könnte. Und dann haben die Fotografen dort gesagt, du hast ein riesiges Potenzial. Und haben mich dann mit riesigen Grössen von dieser Industrie verglichen und mit meinen Idolen von früher. Und dann bin ich wieder zurückgekommen von dieser Reise. Und dann hat mein Kollege gesagt, nein, das wird nicht mit dem Cover und so, vergiss das. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem klein, oder? Weil die Schweiz hat eigentlich keine Bedeutung im Fitnessmarkt weltweit. Und dann ist es nochmal etwa 6 Monate gegangen. Da war ich in der Body. Und habe, da in Zürich? Ja, genau, im letzten Body. Und dann habe ich mein E-Mail aufgemacht gehabt. Und habe dann gelesen, Cover Marco Laterza, Muscle and Fitness. Und dann habe ich es irgendwie realisiert, dass das jetzt wirklich passiert ist. Also realisiert ist falsch gesagt, ich habe es zuerst gar nicht geglaubt. Und dann habe ich das wirklich vor mir gesehen. Und dann haben mich noch Leute angerufen und gesagt, hey, wir haben dich auf dem Cover gesehen. Wow. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist etwas Fundamentales passiert für mich. Und das war eigentlich mein Sprungbrett gewesen. Ja. Und ich habe in dieser Zeit eigentlich schon meine ganzen Social Medias gehabt. Ja. Ich war eigentlich einer der Ersten, der dort auf den Zug aufgesprungen ist. Und
dann ist es halt einfacher gewesen, um recht schnell zu wachsen auf diesen sozialen Medien. Weil, ja, wenn man jetzt, der Zeitpunkt auch. Genau, wenn man Zeit, jetzt zum Beispiel einen Hashtag eingibt Fitness, dann sind x Millionen Posts schon vorhanden über all die Jahre. Und in dieser Zeit sind es viel weniger gewesen. Sprich, man hat viel schneller Reichweite gewonnen. Und ich sage jetzt mal, heutzutage ist es viel schwieriger, um die Reichweite zu gewinnen, weil es auch viel mehr User hat und viel mehr, es ist viel grösser geworden. Oder? Ja, das ist ja so. Ist so. Also man hätte eigentlich müssen wie vor Augen halten, dass du wirklich Potenzial hast, dass du es selber auch erkannt hast. Du hast es nicht von Anfang an angestrebt gehabt in diesem Fall. Nein. Gut. Nein. Also du bist ja eben, du bist Fitnesscoach, du bist auch Motivation, also Coaching für Leute, die einfach generell einfach ihr ganze Leben ein bisschen umkrempeln wollen. Ja. Machst du noch Blog-Einträge, hast einen YouTube-Channel, managest du das alles selber? Ja. Alles, du schreibst alles. Also wie findest du Zeit, das alles zusammen zu kombinieren? Also schau, es ist für mich ist es eine Leidenschaft, die dahinter steckt. Und ich teile eigentlich meine Leidenschaft sehr gerne mit den Leuten. Und ich finde es auch schön, dass man das, dass die anderen Leute oder viele Leute das auch merken, dass ich meine Leidenschaft gerne teilen tue und dass ich das mit ganzem Herzblut mache. Und das ist eigentlich, das ist meine, so bin ich eigentlich in allen Bereichen. Alles, was ich mache, mache ich mit vollem Herzblut. Auch als ich auf der Bank war, habe ich das mit Herzblut gemacht. Aber es ist natürlich ein anderes Feeling, wenn man etwas mit Herzblut macht, was Leidenschaft ist. Ja. Oder man kann auch etwas mit Herzblut machen, ohne dass es Leidenschaft ist. Ja, ja. Ja, das ist wahr. Du warst ja 12 Mal auf einem Fitnesscover abgebildet. Ist das so ein bisschen das, wo du würdest sagen, du am stolzesten bist drauf? Ja, all deine also, Errungenschaften. Das ist schon etwas, wo geblieben ist, wo in der Schweiz auch einzigartig ist. Das hat bis jetzt noch niemand so angebracht. Also Rekordhalter eigentlich. Eigentlich schon, ja. Mhm. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass wenn man mich vor 4 Jahren gefragt hat, wird das eintreten, dann hätte ich gedacht, der spinnt, wenn man mich das fragt. Ja. Es ist so schwierig. So der Swiss Dream, nicht der American Dream. Genau, es ist wirklich schon, wenn man ein Model ist in der Schweiz, nicht in diesem Bereich, es ist auch schwierig, aus der Schweiz bekannt zu werden. Mhm. Und das ist auch in diesem Bereich nicht anders. Oder? Und wenn man das wirklich schafft, dann ist das schon, es braucht extrem viel Willenskraft und Durchsetzungsvermögen. Und man muss wirklich viel Hingabe haben für das Ganze, sonst geht es nicht. Das glaube ich. Apropos Models, die müssen ja automatisch immer schauen, was sie essen. Das ist einfach, ihr Körper ist ihr Kapital. Und ich glaube, als Instagrammer fast noch mal einen Tick mehr, weil man ja fast täglich postet. Wie ist das für dich? Setzt dich das unter Druck? Weil du musst ja auch vor allem spezifisch auch einzelne Körperteile fotografieren. Nein, weil es ist eigentlich nicht anders, als wo ich eigentlich noch nicht bekannt war. Für mich gehört das dazu, dass ich meinen Körper schaue. Das heisst, nicht nur, auf den Körper schauen heisst für mich nicht nur, sich pflegen mit Pflegeprodukten äußerlich, sondern eben auch, was man zu sich nimmt in Form von Ernährung. Und das ist eigentlich bei mir immer so gewesen. Also da hat sich nicht viel geändert. Und ich fühle mich so wohl, wie ich bin. So gebe ich mich auch irgendwie auf Instagram. Weil die Leute merken das, ob jetzt das Schauspielerei ist oder ob das wirklich authentisch ist. Gönnst du dir aber auch mal einen Cheat Day oder gibt es nur No Days Off? Hashtag No Days Off. Nein, ich tue mir auch Cheat Days gönnen, weil ich finde, es gehört zur Lebensqualität. Aber ich bin eher jemand, wenn er cheaten tut, dann ist es wirklich ein qualitativer Cheat. Es gibt wirklich, und vegan. Genau. Setzt du dich gleich einfach mal aus. Genau, als Beispiel, wenn jetzt, man kann eine vegane Pizza kann man tiefgefroren kaufen oder man kann sie frisch zubereiten. Und wenn ich jetzt cheaten würde, dann würde ich sie wirklich noch frisch kaufen. Ja. Und nicht tiefgefroren irgendwie noch auftauen lassen und so etwas. Das mache ich nicht. Also qualitativ, aber fein. Ja. Du darfst auch ein bisschen qualitative Kalorien haben. Genau. Und salzig, eher der Salztyp, weniger der Süß. Okay. Hast du immer natürlich trainiert oder auch mal mit Anabolika oder anderen Sachen zum Spritzen angeholfen? Immer natürlich, seit ich trainiere. Ich trainiere, seit ich 17 bin. Habe durchtrainiert, ich werde jetzt 32, also man kann das ausrechnen, wie viele Jahre das sind. Ja. Und in all diesen Jahren habe ich wirklich immer auf die Ernährung geschaut, immer aufs Training, nie ausgelassen Training, immer vielleicht ein Stück, vielleicht 1-2 Wochen nicht trainiert, weil ich irgendwo in der Ferien war. Maximal dann. Oder krank war in all diesen Jahren. Oder? Ja, das ist eine Leistung. Und das ist, sage jetzt mal, auch wenn jemand zu diesen Mitteln greift, es kann niemals Arbeit, die in all diesen Jahren Herztraining steckt, kann das niemals aufhören, also schlagen. Das ist unmöglich.
Ja. Das ist unmöglich. Ja. Ein Jahr nachhelfen kann 14 Jahre natürliches Training nicht ersetzen. Unmöglich. Darum gar nicht erst anfangen, sonst unmöglich. Unmöglich. Cringe. In dem Fall hast du sicher auch gesehen, in diesen ganzen Jahren, vor ein paar Jahren wäre ja jetzt Vegan und Bodybuilding nie im gleichen Satz erwähnt worden. Wie und warum hast du dich dafür entschieden, vegan zu werden? Ist das wegen dem Trend oder einfach? Nein, es war eigentlich in einer Zeit, in der ich das Fleisch nicht mehr so sehen konnte, weil ich sehr viel Fleisch gegessen habe. Und irgendwie konnte ich es einfach nicht mehr schmecken. Und dann hat es den Zufall so wählen. Ich habe im Quartier, wo ich wohne, einen Bioladen. Und die haben viele vegane Sachen. Ich bin immer daran vorbeigelaufen. Und es hat mich eigentlich nie interessiert. Und genau an dem Zeitpunkt, wo ich das Fleisch nicht mehr sehen konnte, habe ich einfach mal probehalber das gekocht und habe es fein gefunden. Und das hat mir dann so ein bisschen den Ansporn gegeben, um das mal probieren für mich. Und dann habe ich das auch als veganes Projekt betitelt damals noch. Weil ich noch nicht eine Entscheidung treffen wollte, was ich machen will, langfristig. Und dann habe ich gesehen, dass es auch für mich nur Vorteile hat. Meine Blutbilder haben sich massiv verbessert. Also nicht falsch verstehen, ich habe nicht schlechte Blutbilder gehabt, aber es ist auch von gut zu sehr gut geworden. Oder? Ja. Vor allem was das Thema Harnsäure anbelangt, habe ich einen Wert gehabt, also mein Arzt hat noch nie so einen tiefen Harnsäurewert gesehen. Sehr für einen Kraftsportler überhaupt nicht typisch. Und das merkt man auch, wenn die Harnsäure immer tief ist, wenn man halt in der veganen Ernährung wenig Säure hat, oder vor allem wenig Harnsäure, dann merkt man das auch im Training, weil man übersäuert irgendwann schon auch, aber es dauert viel länger, bis das passiert. Sprich, wenn man jetzt Ausfallschritt macht, dann kann man wirklich extrem viel länger machen, bis man es endlich mal merkt. Und das ist beim Fleischkonsum ganz anders. Das Hautbild hat sich verändert und auch der Schlaf, sprich, ich brauche eine Stunde weniger Schlaf, bin aber gleich fit. Ja. Also, ja. Aber warum nicht zuerst vegetarisch probieren? Warum geht das extrem von Veganismus? Also, hast du gerade gesehen, ist es wirklich nur das Fleisch oder muss ich alle tierischen Inhaltsstoffe aussparen? Es war für mich auch noch ein Punkt gewesen, wegen dem Ethischen. Es war nicht der Hauptpunkt gewesen, aber ich habe auch mitbekommen, wie die Tiere behandelt werden. Und hat das irgendwie für mich als Tierliebhaber nicht können so verantworten. Ich habe selber auch einen Hund. Ich liebe meinen Hund. Gleichzeitig dann auch irgendwie ein totes Tier essen. Ja, das ist auch ein Tier. Es ist ja ein Tier. Nein, es ist ein Tier. Herz, Liebe, alles, spürt alles. Genau. Und dann gleichzeitig auch noch mit dem Fakt, dass es mir besser gegangen ist durch das Ganze, habe ich gesagt, ich brauche eigentlich kein Fleisch. Oder? Weil es hat dann auch sehr viele negative Artikel gegeben, die mich dann eben auch angespornt haben, um mal wirklich zu probieren, was heisst aber vegan. Aber dann eben vegan, weil du hättest ja immer noch kein Fleisch gegessen als Vegetarier. Warum genau. Dann gerade so ins Vegane? Also hast du dich wirklich... Ich wollte einfach schauen, ob die Vorurteile, die man geschrieben hat über Veganismus, ob die wahr sind. Und ich muss sagen, sie stimmen nicht. Mhm. Und das ist halt einmal mehr. Es wird einfach viel geschrieben, ohne dass man Sachen selber ausprobiert hat. Und das ist für mich nicht professionell. Ich kann nicht eine Meinung über etwas haben, das ich nicht selber ausprobiert habe. Klar. Und ich habe es selber ausprobiert und ich muss sagen, für mich, ich finde es super. Ich finde auch Leute, die gewisse Krankheitssymptome haben, wie eben Gichtschübe und so, ist das Beste, was man machen kann. Und ich meine, bei einem Tier weiss man halt nie, es kann wie ein Mensch, es kann auch Krebs haben. Tiere können auch Krebs haben, Tumor. Und wenn es stirbt, wissen wir nicht, wird es nicht überprüft, hat jetzt das Tier Krebstumor, ja oder nein. Mhm. Sprich, es geht in die Verarbeitung und am Schluss landet es auf den Teller und wir wissen gar nicht, ist das Tier gesund gewesen bei der Schlachtung, ja, nein. Ja. Oder? Und das sind so Faktoren gewesen, wo ich muss sagen, nein, es ist für mich der gesündere Weg, wenn ich verzichte auf das. Und bis jetzt muss ich sagen, ist es eigentlich sehr gut gegangen und ich bereue das nicht. Super. Und aufs Training hat es sich sehr gut ausgewirkt in dem Fall? Ja. In allen Bereichen von Anfang an oder hat das ein bisschen es ist am Anfang ist es recht heftig für mich. Ich habe sehr viel geschwitzt, also nicht wie wenn es jetzt da warm ist und mir ein bisschen schwitzen da in dem Studio, sondern wirklich extrem, nicht normal. Und das ist auch gewesen, weil mein Körper extrem entgiftet hat, weil das alles rausgekommen ist. Ah, ja. Und weil du hast natürlich die ganze Säure, die du nicht mehr hast, plus halt auch, wenn ein Tier mit irgendwelchen Medikamenten behandelt worden ist, das kommt alles nicht mehr in deinen Körper rein. Und du tust halt das Depot, das in dir drin ist, über all die Jahre Fleischkonsum, irgendwie wird das lang, geht das raus, oder? Und das ist gerade eine gute Werbung, um mal probieren, weil dann ekelt man sich gerade davor, so, weil man weiss, man würde es eigentlich jetzt gerade rausschwitzen, wenn man würde anfangen. Also das ist nicht das nur bei mir ist so ein gutes Argument. Das habe ich auch bei anderen Leuten gehört, die das probiert haben.
Und die haben alle das Gleiche gesagt, dass sie wirklich extrem viel geschwitzt haben. Viel, wirklich viel. Und ja, und dann habe ich am Anfang bei der Diät ein bisschen ausprobiert, was für mich funktioniert. Ich hatte ein bisschen viel Hülsenfrüchte rein, das hat für mich nicht so funktioniert. Weil ich einfach viel zu viel Blähungen hatte von dem Ganzen. Und dann habe ich die Hülsenfrüchte ein bisschen reduziert, habe es ein bisschen anders dann gestaltet. Und dann hat es eigentlich angefangen zu funktionieren. Aber ich musste auch ein bisschen ausprobieren, weil es gibt nicht ein Buch über veganes Bodybuilding, wo man kann lesen kann und nachher kann man es für sich umsetzen. Man muss es ein bisschen selber ausprobieren. Weil Menschen einfach so unterschiedlich sind. Ja, genau. Mit der Ernährungsweise selber. Hast du sich das auf deine Follower irgendwie ausgewirkt? Also gibt es Leute, die gesagt haben, hey, jetzt folge ich ihm nicht mehr, also, das entspricht einfach nicht meiner Art von Fitness-Lifestyle? Nein, es hat, also ich habe sehr viel, natürlich von der veganen Community habe ich extrem viele Follower bekommen. Was ja sehr viel, was ja sehr wenig sind in der Schweiz mit 3% von Veganen. Ja, und ich habe natürlich auch Leute, die Fleisch gegessen haben, die einfach ihren Lifestyle ein bisschen geändert haben. Sprich, nicht mehr so viel Fleisch essen. Also bist du mehr motiviert, als dass du sie jetzt abgeschreckt hast? Genau, damit. Genau, ja. Genau. Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also so, hast du auch so Leg Day, Chest Day? Was sind so, ist so, das alles so fix geplant oder ist einfach ein bisschen alles? Das ist so ein umstrittenes Thema. Mein Training ist eigentlich sehr durchgeplant. Mhm. Das muss auch so sein, weil ich habe viele Termine. Und wenn ich es nicht planen tue, dann geht es unter. Darum muss ich es planen. Und ich tue es so gestalten, dass ich eigentlich mein Training nicht immer gleich streng führe, sondern eigentlich immer dann, wenn ich weiss, ich habe Termine, jetzt in Form von Fotoshooting oder so, dass ich es dann anziehe. Dass ich halt auch noch Zeitraum, also Spielraum habe für andere Sachen, wie Geschäfte etc. Andere Projekte verwirklichen. Wenn ich wirklich dann in einer intensiven Phase bin, dann bin ich viel am Trainieren. Ja, okay. Und du machst das ja leidenschaftlich, sehr leidenschaftlich seit Jahren. Der Grad ist ja sehr schmal. Würdest du sagen, dass du wahrscheinlich auch sportsüchtig bist? Dass es eigentlich schon ein bisschen eine Sucht ist, weil du es einfach musst machen seit 17 Jahren? Nicht unbedingt. Seit 12 Jahren, Entschuldigung. Sucht ist das falsche Wort. Ich kann zum Beispiel auch sehr gut Abstand nehmen. Wenn ich habe auch Verletzungen gehabt. Bin einmal 3 Monate und mit 17 sind es 7 Monate gewesen, wo ich nicht trainieren konnte. Und wenn ich wirklich süchtig wäre, dann würde es fast in eine Depression führen, wenn ich nicht trainieren tue. Ja. Und mich hat das eigentlich eben in der Zeit, wo ich nicht trainieren konnte, wo ich verletzt war, habe ich gemerkt, dass es eben auch ohne geht und dass es eben auch noch andere Sachen als Training gibt. Und Training ist etwas Schönes, ist meine Leidenschaft, aber es gibt auch noch andere Bereiche, mein Privatleben, wo mir sehr wichtig ist. Was fasziniert dich am Bodybuilding am meisten? Am Bodybuilding, ja, einfach die Art und Weise, wie man seinen Körper kennenlernt. Und zwar wirklich bis ins letzte Detail. Und wie auch kleine Details extrem viel können ausmachen im Training. Wie auch eben, wie der Körper nachher aussieht. Also sind bei mir, bis ich wirklich den Körper so weit hatte, dass er auf das Cover passt hat, ist es wirklich auch sehr viel Detailarbeit gewesen. Ja. Ich glaube, da scheitern die meisten. Extrem. Also ja. Da muss man extrem pingelig sein, alles nochmal durchgehen, in der Ernährung, im Training, im Posieren. Ja. Und das ist vor allem, das Posieren ist extrem schwierig. Ja. Das muss man ein bisschen im Blut haben, man muss können auf das Signal vom Fotograf eingehen. Wie kann man alle Muskeln gleichzeitig anspannen? Weil das ist Kunst. Genau. Weil zum Beispiel, als ich mein erstes amerikanisches Cover geholt habe, dann haben wir für das Coverfoto 20 Minuten gebraucht, nur. Und das ist so ein Beispiel, ob man eben ein Talent hat für das oder ob man eben das Talent nicht hat. Und das haben mir auch der Fotograf gesagt, also dass er eben noch sehr selten erlebt, dass man wirklich so schnell eigentlich die Arbeit erledigt hat. Ja. Oder? Und das ist ein bisschen das. Und das habe ich, glaube in meiner Zeit, ein bisschen, also ein bisschen, wo ich als Kind gemodelt habe, das habe ich dort ein bisschen gelernt, wie man das macht. Das ist irgendwie so ein bisschen geblieben. Also ich kann auf Kommando also kann ich das machen. Also könnte eigentlich sein, dass jemand von den Muskeln her so gut trainiert ist, dass er vielleicht gewinnen würde, aber dann einfach scheitert am falschen Posing. Genau, weil er nicht weiss. Das Posing ist eigentlich genauso wichtig wie das Training. Genau, weil er vielleicht auch nicht der Typ ist für das. Man muss ein bisschen der Typ sein, man muss fotogen sein. Und sonst sieht es einfach auf dem Foto. Ja. Ist Bodybuilding gesund? Das Wettkampf-Bodybuilding auf lange Zeit nein. Klare Meinung. Ab und zu Wettkämpfe machen, wieder mit langen Pausen ja.
Lifestyle, Bodybuilding absolut gesund. Vegans Bodybuilding in meinen Augen nachhaltiger als nicht vegans Bodybuilding. Und letztendlich aber gesünder als tierische Ernährung während dem Bodybuilding? Wenn es rein tierisch ist, ganz klar. Ja. Wenn es gemischt ist zwischen Tier und Pflanze, dann kann man sagen, ist es vielleicht ebenbürtig. Okay. Ich will da nicht das Schlussurteil fällen. Aber wenn es klar tierisch ist, ein Beispiel jetzt, wenn man am Tag, es gibt gewisse Bodybuilder, die 1 bis 2 Kilo Fleisch am Tag essen, das kann nicht gesund sein. Ja, nein. Da sind wir uns einig. Das kann, da kann man jemanden auf der Straße fragen, das sagt einem jeder. Das kann nicht gesund sein. Mhm. Welcher Körperteil gefällt dir am besten? Mein Bauch. Dein Bauch? Ja, das ist ja auch der, warum du entdeckt wurde, du bist von dem Herr aus L.A. Und welchen am wenigsten? Gut, ich habe nichts, wo mir... Normalerweise ist es immer umgekehrt, wir wissen nicht, was gefällt mir am besten. Aber es ist in dem ich habe eigentlich nichts, wo mich extrem stört an meinem Körper. Es sind halt immer so Proportionen, die stimmen. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich zum Beispiel, da wirst jetzt du lachen, wenn du das hörst, dass mein Trizeps im Verhältnis zum Bizeps nicht so optimal ist. Habe ich also gedacht, wo du reingelaufen bist. Das Erste, was mir aufgefallen ist. Genau. Wenn es an dem liegt, dann ja. Genau, das sind auch so typische Bodybuilder-Krankheiten, die man hat. Aber sonst bin ich eigentlich sehr zufrieden mit mir. Ich gefalle mir, wenn ich Off-Season bin, sprich, wenn ich ein bisschen mehr Körperfett habe. Ich gefalle mir auch in Wettkampfform. Ich bin auch immer happy. Egal, schön, ob ich jetzt, mit allem ob ich jetzt 5 Kilo schwerer bin, leichter. Das spielt für mich nicht so eine Rolle. Das ist eine gesunde Einstellung auf jeden Fall. Bekommst du von den Leuten manchmal auch Gegenwind gespürt, zum Beispiel irgendwie von Eltern, von Teenagern, die sagen, ja, es ist vielleicht einfach ungesund für die, weil sie glauben, sie müssen deinem Körperbild entsprechen? Ich habe mal von einer Mutter, die hat mich mal im Training angesprochen, weil sie sich Sorgen gemacht hat um ihren Sohn. Der Sohn war 16 und es ging eben darum, gegangen, dass er irgendwo in einem Gym trainiert hat, wo sie anscheinend gehört hat, dass extrem viele Medikamente im Umgang sind. Oder? Und dann hat sie mal eben den Sohn zu mir schicken, damit ich ihm mal einfach aufkläre, dass, wie viel er kann erreichen kann, wenn er es ohne macht. Oder? Das habe ich mal erlebt. Und sonst von Eltern eigentlich mehr auch Fragen wegen dem Veganen. Weil die Eltern getrauen sich wie nicht richtig, das Vegane reinzunehmen bei den Kindern, weil es einfach eine Gewohnheit ist, wenn man mit dem aufwächst. Die Kinder wachsen wirklich immer auf mit dem Satz, ja, Fleisch ist gut für dich, iss Fleisch, iss Fleisch, iss Fleisch. Bis jetzt, die letzten paar Jahre. Genau, und jetzt ist es ein bisschen am Wechseln. Und jetzt wollen die Leute halt ein bisschen wissen, wie funktioniert vegan, was hat es für Auswirkungen, was kann man für Menüs anwenden etc. Und es gibt halt auch immer noch jetzt viele Vorurteile, wie zum Beispiel letztens auch gerade erlebt, mir hat auch Mami gesagt, du gell, wenn du Hülsenfrüchte machst, das dauert ja 2 Stunden in der Küche. Dann habe ich gesagt, nein, ist nicht ganz so. Du kannst frische Hülsenfrüchte musst du einfach einlegen im Wasser über Nacht. Und wenn du einen Schnellkochtopf hast, dann hast du 10 bis 15 Minuten hast du das gekocht. Also es ist nicht so, dass... vorkochen für die ganze Woche. Genau. Also es ist durchaus nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Das eigentlich gar nicht. Ja, man muss sich einfach informieren halt davor. Und der andere Faktor ist natürlich der Budgetfaktor. Ja. Wenn man aufhört Fleisch essen und Fisch, dann spart man einen Haufen Geld. Ja. Auch wenn man weiss, wo man es kauft. Wenn man es einfach einmal eine Woche probiert, was ich auch mal gemacht habe, dann ist es ein bisschen kritisch. Aber ich glaube, wenn man sich richtig informiert, dann kommt es günstig. Weil Fleisch ist einfach so das teuerste in der Schweiz. Ja. Bei allen Lebensmitteln. Genau. Gut, ich danke. Oh, Entschuldigung, du die meisten sind eben auch, tun das viel zu wenig lang ausprobieren. Das ist eben das. Ich habe die vollen Effekte von der veganen Ernährung habe ich erst nach 16 Wochen gemerkt. Ja. Wie lange bist du jetzt schon vegan? Jetzt bin ich seit jetzt gut 1,5 Jahre wieder vegan. Ja. Ich hatte noch eine Phase, wo ich nach dem Projekt wieder zurückgegangen bin auf Fleisch. Habe dann gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, okay, es ist nicht mehr ein Projekt für mich, es ist ein Lifestyle. Ja. Habe ich wirklich nach 16 Wochen merkt man es. Dann ist der Fall klar. Man sollte nicht nur eine Woche oder irgendwie 2-3 Wochen das probieren, man muss wirklich länger probieren, bis man es merkt. Ja, okay.
Gut. Danke vielmals, Marco Laterza, und weiterhin ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten. Danke, bist du da gewesen. Für euch gibt es nächste Woche wieder InfluenceMe. Merci vielmals fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.